Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Alemannia Aachen Projekt. Ja, die Umfrage ist ja ein bisschen parteiisch ausgefallen. Ja, ich gebe zu. Was Stoffers angeht, war ich ein bisschen parteiisch, aber ihr müsst zugeben, er hat wirklich eine sensationelle Form gehabt, ne? Wir haben jetzt mit González natürlich einen sehr, sehr starken Spieler da auf der Bank und ich will auch immer wieder gucken, dass ich die beiden einsetze, Messi und Stoffers und Romero. Ja, der eine ist ja jetzt gerade weg. Müssen wir halt noch schauen. Wir brauchen noch einen Rechtsaußen. Ich weiß gar nicht, wie ich aktuell mit wem ich da am Verhandeln bin. Bin ich da momentan mit jemandem verhandeln? Mit Dennis Gühl bin ich am Verhandeln. Der junge Stürmer. Da will ich ja auch noch einen Stürmer verleihen. Den hole ich auf jeden Fall. Und wir wollen noch einen für die Rechtsaußenposition. Wir haben also noch einiges vor. Stoffers steht auf der Transferliste. Ich nehme ihn mal runter. Und wir können das ja noch entscheiden. Bis zum Ende der Transferperiode. Das erreichen wir sowieso nicht. Wir werden ja heute die zwei Freundschaftsspiele machen, dann das DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Und ja, dann kommt das Freundschaftsspiel und dann kommt der Saisonstart gegen Stuttgart und gegen Schalke. Das werden wir wahrscheinlich dann noch machen in der heutigen Folge. Und bis dahin will ich noch den neuen Rechtsaußen. Romero soll da gesetzt sein. Ich werde auf jeden Fall in der Halbzeit Stoffers und Romero nochmal reinbringen. Udokai Defri. Da gehen wir auch noch mal rein. Rick van Dongen, ein Innenverteidiger, soll auch noch kommen. Sind wir halt mit allen ein bisschen am Schauen, was ich da so auf dem Markt finde. Wir haben hier natürlich noch für die Stürmerposition Königsdörfer, aber da kommt Dennis Gyl. Den will ich auf jeden Fall haben, den schwedischen Türken hier für die Stürmerposition. Ich denke nämlich, der wird uns sehr weiterhelfen. 49 Spiele, 28 Tore. Für MG Ankaraüçü, ich kann das nicht aussprechen, ich will niemanden beleidigen, deswegen sage ich das auch nur so. Und das wäre auf jeden Fall interessant. Für die Rechtsaußen könnte ich mir aber. Der Donnermann ist zu schlecht. Leider ist er zu schlecht. Da müssen wir halt nochmal gucken. Wir haben jetzt für die Rechtsaußenposition. Ah, ne, wir haben Barneid, ne? Ich habe Barneid hochgeholt und für Linksaußen haben wir Dürrenwil. Und damit wollte ich spielen. Wir haben also noch 49 Millionen aktuell für was? Für den Innenverteidiger oder was? Wir haben Nils Ortel, wir haben Rick van Drongelen, wir haben Scholl, wir haben Buchmann, wir haben Udokai. Ein gescheiter. Wir können einfach mal gucken. Wir können einfach mal gucken, generell auf alle. Dann 80er. Oder sagen wir mal 75er und Bekanntheit 10er. Nur realistische Transfers. Was kommen würde, was uns vorgeschlagen wird. Bestimmt nicht so viel. Wir gehen erstmal auf Keeper. Keeper haben wir, natürlich haben wir den Nummer 1, der wird auch da bleiben, sonst hätten wir noch Kaspar Zujas, Francisco Mercado, der hat, glaube ich, auch mal bei uns, hat er? Ne, hat nicht bei uns gespielt, der war nur unser Gegner. Pavlenka von Bremen immer noch dabei und immer noch sehr stark, Kevin Trapp noch immer dabei. Dann haben wir Dubia, Linksverteidiger, Jago, Singraven, Lenz, Linksverteidiger, ne? Ne, Linksverteidiger haben wir auch zwei geholt. Ich muss erstmal wieder reinfuchsen, ich muss mich erstmal wieder reinfuchsen. Sorry dafür. Muss mich erstmal wieder reinfuchsen. Dann Innenverteidiger. Da haben wir Niklas Stark, Amos Pieker, Marco Friege, Collins hier von Dortmund, Nathan Collins, ja, 27, 75er. Grundstärke hat er von der 76, ist momentan aber nicht so in Form. Da haben wir Tuta natürlich, Quagshire, also Quagmire von Hoffenheim, 23. Ist auch sehr gut. Und 97, ja, da gehen wir rein. Aber ich will auch nicht zu krasse Transfers. Kann ich den vielleicht beleihen? Will nämlich nicht zu krasse Transfers machen eigentlich von dem Geld her. Ich habe jetzt bis jetzt, wenn man sich das anschaut, transfersmäßig, das Maximale, was wir ausgegeben haben, waren 6,5 Millionen. Und den Bereich will ich bleiben. Verkaufen ist okay, aber wir wollen es halt ein bisschen realistisch lassen, ne? Und diese 12 Millionen, die ich bezahle hier für. Dennis Gühl ist das Maximum, was ich bezahlen würde. Bisschen nicht noch ein bisschen finanziell sicherer dastehen. Deswegen gehen wir mal auf so. Kevin, ja, okay, wir gehen auf die ganz jung. Emil von Stuttgart. Leihangebot? Nein. Berkshire wäre auch kein Leihangebot. Bräunig hier von Leipzig. Der würde kommen. 2 Jahre. Grundstärke von 78. Der hat jetzt aber schon einen guten Marktwert. Das heißt, ich müsste da.
in die 40er gehen oder. Aber wenn wir uns wirklich schon für sowas Geniales qualifizieren, sondern wenn ich in 5 Millionen Leihgebühr gebe und dann runtergehe. Mal schauen. David Lell von Heidenheim. Ja, David Lell von Heidenheim wäre natürlich auch nochmal so ein Ding. Ne? 76er Grundstärke, da müsste ich auch nicht so viel zahlen. Da kann ich, glaube ich, reingehen. Ja, da wäre ich auf jeden Fall. Komm, wir machen das so. Wir gehen auch nochmal mit David Lell. Und dann würde ich sagen sogar, dass wir den jungen Scholl hier nochmal verleihen. Oder Transferstatus ändern. Du bist auf der Verkaufsliste. Werde ich nochmal anbieten. Jetzt einfach, weil ich es kann. Nils Otte. Defri wird der dritte Verteidiger. Udukai, ja komm. Geben wir Udukai dann weg. Er ist in der Brandung. Nach einem Jahr. Den haben wir, das war eine Rückholaktion, ne? Ne, das war nicht. Das war damals bei 1860 war das eine Rückholaktion. Denn er so. Buchmann bleibt da gesetzt. Du bist Fels in der Brandung. Scholl wird der dritte Stürmer. Spieler. Oder. Gehen wir eher auf Erfahrung und setzen auf die 2. Wenn ich beide kriege, wäre das natürlich, dann würde ich. Scholl-Transferstatus ändern zur Laie. 2034 hat er ja noch Vertrag. Der könnte sich sehr gut entwickeln bei einer Mannschaft, die aufsteigen will. Ich Udukai hier so rein. Dann gehen wir mal hier. Zweite Liga. Welche Mannschaft hat den größten Hang aufzusteigen von denen, die hier stehen? Nürnberg. 11. aktuell. Greuther Fürth. 13. Osnabrück, 6. Ja, den fehlt halt ein gescheiter Innenverteidiger. Können ja versuchen, mal Osnabrück hochzuhelfen, indem wir da die Spieler hin verleihen, die wir nicht brauchen. Leihgebühr ist 7 Millionen. Leihgebühr ist nicht 7 Millionen. Wir können das hier auf 500.000 kann ich das machen. Sprengt das Gehaltsbudget. Ah, Freiburg vielleicht? Wieder sogar noch mit ein paar Jungs von uns zusammen. Die brauchen auch. Ja, dann gehen wir hier. Freiburg. Ein lieber Freiburg. Sprengt das Gehaltsbudget. Weiterhin. 20% weniger. Weiterhin. Komm, wir bezahlen die Hälfte davon für diese Laie. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, und unser anderer Stürmer ist weg. Slawinski ist auch noch. Lukaku haben wir jetzt im Sturm. Und Gül kommt noch. Und Slawinski ist der dritte Stürmer. Dann wird ihn natürlich nicht freuen. Aber. Sieht gut aus. Also die Mannschaft sieht sehr gut aus. Wenn jetzt noch ein Stoffers kommt, der sich sehr gut entwickeln kann, dann müssen wir mal schauen. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Wir verhandeln erstmal weiter mit den beiden Verteidigern. Wenn einer nur von denen kommt, dann bleibt der Defri dabei, sonst ist Defri der fünfte Stürmer. Und wir können dann gucken, weil wir haben drei Innenverteidiger, ne? Fünfte Stürmer, fünfte Innenverteidiger. Weil wir haben drei Innenverteidiger und das ist auf jeden Fall einiges an Arbeit, die wir vor uns haben. So, dann sind wir beim Freundschaftsspiel. Mal schauen. Kein Gegner dabei, kein Neuer dabei und. Beteiligung am Weiterverkauf. Ja, Jaden Brav ist jetzt auch weg. Und Iataren wird auch nicht verlängern. Ja, passiert. Wir gehen erstmal weiter und sehen uns dann bei der nächsten Verpflichtung. Sonst beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Bis gleich. Damit haben wir für eine Leihgebühr von 5 Millionen Luis Bräunig verpflichtet. Ich bin ein bisschen doch, ich habe mir wie immer mal direkt quasi noch in der Folge widersprochen. Und ja, ich bin für Gül ein bisschen höher gegangen und ich habe ein Angebot gemacht für einen Spieler. Belgien ABOV, da würde ich bis zu 18 Millionen, 20 Millionen gehen, weil der könnte uns auf jeden Fall weiterbringen für die Rechtsaußenposition, wo wir nicht so stark besetzt sind. Dann könnte nämlich Iataren weg, der will sowieso seinen Vertrag nicht verlängern. Und den könnte ich dann nochmal verkaufen und wir werden Barneid dann mit ihm immer wieder einwechseln und Bernardeschi wäre dann der dritte Mann.
Yataren würde ich dann so auf die Transferliste zum Verkauf setzen, dafür nochmal ein paar Millionchen mitnehmen. Und das wäre bei. Aber Bräunig bringt uns auf jeden Fall schon mal um einiges weiter. Scholl ist auch verliehen. Wir können ihn auch direkt einsetzen. Hier gewinnt Bälle. Noch 20 Spiele bis Zusatzablöse von 3,5 Millionen fertig. War das da Ding? Oder ist das von Leipzig einfach? Aber egal. 78er bringt uns da auf jeden Fall nochmal weiter. Buchmann kann sich weiterhin entwickeln da als Spielaufbauer und Lell kommt auch gleich wahrscheinlich, wenn ich mit den Verhandlungen fertig bin. Also wir haben einiges vor hier am Verhandeln. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. So gut, Dennis Gyl wechselt für 14 Millionen zu uns. Will die Rückennummer 9, wird natürlich in der Pressekonferenz vorgestellt. Die Mannschaft nimmt langsam Form an. Ja, Slawinski, Dennis Gyl, wir holen uns dann, wenn wir einen brauchen, einen dritten Stürmer. Werden wir ihn aus der Jugend holen. Bernadeschi hier rechts außen ist halt momentan nicht so wirklich drin. Ich werde jetzt ihn hier auf jeden Fall, da haben wir die Änderung übernommen. Und da werden wir ihn erst auch einmal anbieten. Mal sehen, was da kommt. Stoffers ist wieder fit. Da können wir auch hier drauf gehen. Und ja, machen wir erstmal so. Obwohl, nein. Sanson, so, du bist nicht in Form. Bernhard ist nicht in Form. Bernadeschi sind beide nicht in Form. Das ist richtig bitter. Deswegen hoffe ich, dass schnell der junge Mann kommt. Ich werde Ihattaren auch in die Reserve verschicken. Genauso wie Slawinski, der kurz vor dem Wechsel ist. Und bei dir, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das Vertrag bis 2032 könnte auch nochmal von der Transferliste nehmen. Und dir einfach nochmal die Chance geben, dich woanders zu beweisen. Du willst ja eigentlich gar nicht bei uns bleiben, dann kannst du in die zweite Liga hier, welchen Verein? Ja, okay, die haben jetzt Stuttgarter Kickers. Da könntest du eventuell dich nochmal durchsetzen. 1860. Da hättest du ein bisschen schwieriger. Aber auch nicht wirklich. Hier, ab nach 1860. Auch nicht. Osnabrück. Da hast du keine Chance, dich durchzusetzen. Heidenheim. Innenverteidigermäßig, David Ellel. Ja, aber der wechselt gleich zu uns. Deswegen, ich bringe dich nach Heidenheim. Im Gegenzug dafür, dass wir David Ellel zurückholen, kriegt ihr ihn. Also von den Freundschaftsspielen hier kurz vor Kaiserslautern lief es gar nicht gut. Wir haben 0-0 gegen Bayreuth gespielt und gleichzeitig haben wir auch noch verloren gegen Düren, weil unsere Mannschaft eigentlich nicht will. Ich mache jetzt erstmal aktuell die beste Mannschaft auf dem Platz, die ich habe. Wir haben Klages im Tor, der keine gute Form hat. Svensson, Bräunig bleibt drin, Rick van Drongelen bleibt drin, Buchmann da drin. Als Backup haben wir Udokai, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger haben wir Svensson, Rechtsverteidiger Widmer. Domenian ist unser Talent für die Rechtsverteidigung und Philipp Max ist unser Backup für die Linksverteidigung. Zentrales Mittelfeld haben wir Gonzales, da würde normalerweise Stoffers spielen. Können wir auch jetzt mal so machen, dass er mal wieder ein Spiel von Anfang an spielt gegen Kaiserslautern. Dann links außen Jaden Philogene-Bidasse und Duran Will. Dann rechts außen aktuell Bernadeschi und dann Barneid oder Harneid. Ich habe die ganze Zeit wegen dem B, ne? Und im Sturm dann Lukaku und Dennis Gyl. Wird interessant, wird sehr interessant, wie wir da gegen Kaiserslautern antreten. Und ich werde auch erstmal hingehen zu diesem Spiel, obwohl wir können hier Infrastruktur ein bisschen machen. Fanartikel verkauft, Bürogebäude kann ich hier einmal ausbauen. Da haben wir 25 Millionen noch. Die will ich auch komplett investieren. Ich will aber, na, komplett weiß ich nicht. Ich will ungefähr bei 40 Millionen bleiben Ende des Jahres. Und wenn ich diesen einen Spieler noch hole, müssen wir gucken, wie sich das hier alles entwickelt. Und da ist er da. Malcolm Ebuwe kommt für 18 Millionen zu uns, wird natürlich auch vorgestellt im Stadion. Und ja, damit haben wir den jungen Mann, den ich meine, zu brauchen für rechts außen. Grundstärke von 74, 1,85 Meter groß, ist schnell, kann Englisch und Holländisch, also der kann sich mit uns kommunizieren. Und er wird Bernadeschi erstmal auf die Bank verschieben und unsere Mannschaft steigt von der Mannschaftsstärke. 13. sind wir aktuell. Von der Gesamtstärke natürlich, wenn Gonzales hier stehen würde und er. Dann sieht das auch noch schon wieder anders aus. Dann hätten wir nämlich 816 und dann wären wir trotzdem noch 13er. Aber wir wollen ja mit. Wir gucken gleich nochmal von der Form her. Wenn Stoffers nicht wirklich wenig von der Form ist, bleibe ich weiterhin parteiisch und setze auf Stoffers. Aber außer er spielt natürlich scheiß Noten.
Aber das ist was anderes, ne? Dann werde ich ihn auswechseln. Und sonst sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Klar, es muss halt noch ein bisschen kommen von ihm. Und 19,5 Millionen haben wir noch zum Einkauf, aber das wird wahrscheinlich nur noch ein Transfer werden. Und das ist David Lell, der zurückkommt. Wir kriegen nochmal 9,75 Millionen gleich für Slawinski. Höchstwahrscheinlich. Und dann nochmal für die Leihspieler. Das Geld haben wir auch gekriegt, ja. Zweite Mannschaft ist bei mir eigentlich jeder ein möglicher Transfer. Ich werde die nicht abgeben oder so. Ich werde den Spieler, wo ich denke, okay, der ist zum Beispiel recycelt, da könnte ich zum Beispiel auch noch auf Transferstatus gehen. Wenn er nicht weggeht, werde ich ihn verleihen. Dann, das sind halt so Spieler, wo ich sagen könnte, die würde ich verleihen, wie Leon Pesch jetzt. Okay, da steht er auf dem absteigenden Ast. Aber es ist so, Max Flair hier. 61er. Da kann ich jetzt mir vorstellen, dass ich einfach Transferstatus ändern mache. Auf Leihliste und den in die dritte Liga oder so verleihen. Mit 18 Jahren kann er sich da bestimmt noch mal irgendwie durchsetzen. Regionalliga Ost, dritte Liga, ist da irgendeiner, der was braucht? Bamberg hier spielt er überhaupt mit links außen? Ja, die haben alle 70er Außenspieler, ne? Hier Waldhof Mannheim. Wir übernehmen 50%. Wird das gehen? Prozent. So. Dann spielt er da auch noch mal eine wichtige Rolle. Dann haben wir noch Markus Möllers. Vorletztes Jahr wahrscheinlich. Transferstatus. Auf zur Laie und du gehst auch nach Dingsabumster. Bist Kapitän der zweiten Mannschaft, aber das ist egal. Du gehst auch in die dritte Liga zu Chemnitz, ja, Chemnitz, wie sieht es da aus? Zentral, ja, da würdest du sogar spielen. Perfekt. Die wichtigsten Spieler. Du hast Vertrag nur noch dieses Jahr. Du willst auch nicht verlängern, ne? Ne, lehnt der ab. Ja, dann ist mir relativ, was mit dir passiert. Aber wir haben hier noch generell einige Spieler. Genau wie ihr Herr. Den will eigentlich einfach niemand haben. Marktwert 1,8 Millionen. Ich habe den halt so krass runtergemacht. Durch diese Degradierung. Aber ja, egal. Wir gehen das mal weiter. Damit ist David Lell jetzt auch da. Kurz vor Kaiserslautern kommt er auch nochmal. Er ist zurück. Willkommen zurück, mein junger Freund. Ja, die Spieler sind sogar froh über die Verpflichtung. Ein ganzer Ruck durch die Mannschaft. Er ist wieder da. 76er David Lell. Damit fällt Udukai sogar ein runter. Van Dongelen darf auch. So würde das denn aussehen. Udukai wird dann der fünfte Verteidiger, vierte Verteidiger und darf Defri der fünfte. So, da können wir erstmal nur sagen, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Du hast dich gut gemacht, bist für 1,3 nach Heidenheim gewechselt, damals 2028, sogar letztes Jahr noch. Und wir holen dich jetzt einfach für 8,5 nach ein Jahr wieder. Hätten wir mal eine Rückkaufoption machen können. Hätten wir mal eine Rückkaufoption machen müssen. Heidenheim ist ja auch nicht in der ersten Liga. Deswegen war das schon gut von uns. War das schon gut. Ja, Romero muss ich halt noch beweisen. Messi drin will. Wir gehen erstmal so weiter. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei, weil passiert ja sowieso nicht mehr großartig was. Wir haben jetzt die Jahreshauptversammlung. Unsere sportlichen Ziele sind aggressiv natürlich. Abwehr halte ich für ausreichend. Die Mannschaft ist total überaltert, da sage ich starke Ablehnung. Die Mannschaft ist viel zu unerfahren, da bleibe ich neutral und die Mannschaft wünscht uns gute Nacht. Okay, cool. Ja. Und wir kriegen Angebote von Nationalmannschaften, aber da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Nicht hier. In der MyJourney-Karriere wäre das was anderes, weil das wären interessante Punkte, die man mitnehmen könnte, wenn man eine gute Nationalmannschaft kriegt. Deswegen. Hier nicht, aber bei der anderen schon. So, und jetzt geht's ins erste Pflichtspiel. Mit eigentlich einer fertigen Mannschaft. Ich bin gespannt, wie die Form angeht. Wir werden auf jeden Fall nochmal mit den Jungs reden vor dem Spiel. Und ja, so, jetzt gucken wir uns erstmal die Form an. Klages ist nicht in Form, der bleibt aber drin. Der ist bei mir der Einzige. Drin will, darf starten. Der 22-Jährige, mittlerweile 22, damals war er 16, als wir angefangen haben. Wir haben eine Kaufoption noch. Okay. Stoffers bleibt drin. Messi und González Romero bleibt auch drin.
Eboewi bleibt auch drin, Barnard kann vielleicht reinkommen, dann die Defensive Lel Bräunig Buchmann. Ja. Tchouaméni und der Rechtsverteidiger Widmer. Ja, Svensson auch. Philipp Max ist nicht wirklich in Form. Udogie hat einen 12er Form, den darf ich ihn mitnehmen. Und er geht auch auf den Platz. Ne, er bleibt hier. Da ist er einfach nur von der Form her besser. Dann haben wir ja Göhler als Ersatzstürmer. Wir gehen mal rein in die Teamdynamik. Reden mit den Jungen. Ich hab den noch nicht begrüßt. Boah, Alter. Vertragt euch wieder. Gut, Philipp Max, ey. Messi. Gut trainiert. Edlo. Gut trainiert. Sonders. Da sage ich nichts. Das ist ja gerade viel zu tun. Wie geht's dir eigentlich? Bernadeschi, gib im Training alles. Ja, tust, was du kannst. Gut trainiert. Duran Will, herzlich willkommen. 100 Jahre später ist ein bisschen abgefuckt, deswegen, aber ja, was soll's. Ja, die Klage ist ja gut trainiert. Philipp Marx, vertragt euch wieder. So, fertig. Jetzt habe ich mit den Jungs geredet. Gehen wir rein in die Partie. Sofort Berechnung. Ja, Pokalspiele mache ich nur das Finale jetzt in 3D, weil sonst werden die Folgen zu lang. Lukaku, erste Minute, erstes Pflichtspiel. Gelbe Karte Lukaku. Genau so wünscht man sich das. Romero macht das 1-0 Vorlage von Lukaku, von Romelu. Romero Vorlage von Romelu. Läuft. Wir gehen in Führung. Zwei gelbe Karten auf Gastgeberseite. Okay, perfekt. Aber wir führen. Und das ist das Wichtige. Nachdem wir gerade zwei richtig schlechte Freundschaftsspiele gehabt haben mit Düren und Bayreuth. Aber das hier ist jetzt auch gerade nicht das Gelbe von Ei. Doch, Durin Will macht nochmal das 2 zu 0. Romero ist im Game. Stovers macht auch ein gutes Game. Malcolm, Debütspiel. Auch direkt 3 zu 0 macht der rein. Und perfekt. So wünschen wir uns das doch von unseren Flügelspielern. Wenn wir so auch in die Liga starten, würde ich unterschreiben. Kühl darf auch sein Debüt geben. Jaden kommt rein für Durin Will. Ah ne, warte. Durin Will bleibt drin, weil wegen. Ich habe nur drei Wechsel im DFB-Pokal. Assistent übernimmt das hier. Halbzeitsprache, so haben wir uns das vorgestellt. Wir machen alle warm und gucken, wie sich das hier entwickelt. Romero macht das 4 zu 0. Doppelpack von ihm. Doch, was ist auch wieder sehr gut dabei. Jetzt kommt Jaden rein für Julian. Und wie machen wir das weiter? Wechsle ich noch irgendwas aus? Ja, wir bringen hier einfach mal für die Form. Tomemian kam rein. 4 zu 0. Wir spielen genauso, wie ich es mir erhofft habe. Gegen den Drittligisten aus Kaiserslautern. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, wir kassieren eins noch. Das ist natürlich nicht so schön. Erik Talek, Vorlage. Pavicevic wird dem 1 zu 4. Aber das dürfte trotzdem nichts an unserem Endergebnis hier rütteln. Und damit ist das Schlusspfiff. Wir kommen eine Runde weiter. Ich bin echt gespannt, wen wir in der nächsten Runde kriegen. Und da gehen wir auch jetzt direkt rein in die Auslosung der dritten Runde. Vier Amateure sind noch drin. Bamberg, Ingolstadt, Halleschau und Elversberg. Einen davon zu kriegen wir natürlich optimal. Dann kommen wir mal in Runde 3 weiter, weil wir sind. Ich würde sagen, wir könnten wirklich bis ins Halbfinale des DFB-Pokals vorkommen, wenn unsere Mannschaft sich über die Saison gut entwickelt. So, und dann gehen wir mal rein. Wir kriegen Schalke mit Erstligisten. Und dann haben wir auch gleich direkt unser erstes Spiel gegen, oder? Haben wir gegen Schalke unser erstes Spiel oder gegen eine andere Mannschaft? Bin mir gerade nicht sicher. Müssen wir kurz gucken. Nochmal zwischendurch das 7 zu 0 gegen Herne. Das war ein Freundschaftsspiel. Da hat Stoffers einfach einen Dreierpack gemacht. Lionel Messi hat auch getroffen. Romero war gut dabei. Wir bleiben aber weiterhin bei unseren Jungs hier. Dennis Gül. Ja, ich bin in der 16er Form. Muss ich Lukaku ja vorne reinbringen, gefühlt. So, wir haben Udukai. Wir haben Van Dongen wieder dabei. Die Mannschaft hier sieht gut aus. Soweit. 815er Stärke, 13. Wenn wir 13. in der Liga werden, würde ich unterschreiben. Das heißt, wir können uns stetig steigen. Das ist das Ziel. Aber warum ich hier jetzt stehen geblieben bin, ist nicht wegen Sponsoring, wo ich natürlich nochmal reingehe. Aber diese Bandenwerbung kannst du vergessen. Sponsorenpyramide ist auch. Ich hatte hier gerade ein Angebot, 12 Jahre für 5,4 Millionen pro Jahr. Namensrechte. Aber da werde ich auch nur eins ab zweistellig, also 2 mit 10 Millionen oder so. Würde ich da annehmen, auch für ein paar Jahre.
So, ja, hier machen wir Meet & Greet. Unser erstes Spiel ist gegen Stuttgart. Aber genau, das, warum ich hier reingehe. Wir gehen nochmal auf die Ticketpreise. Wir haben die Ticketpreise noch von der Liga 2. Und deswegen gehen wir mal höher. Hier sollen wir auf 70 € gehen, die Ticketpreise. Wir werden sowieso komplett ausverkauft sein das ganze Jahr. Deswegen können wir mal gucken, wenn ich auf die 70 gehe. Dann sagen die schon, ja. Okay, aber ich will nicht 30. Nicht zu viel. Wir gehen aber ein bisschen runter. Wir wollen das billigste Stadion sein in der Liga. Deswegen machen wir hier auch 27, hier 27. Ah, Gegentribüne 50. Da bleiben wir bei dem Preis. 27 und dann gehen wir schon Richtung 1 Million, ne? Ja, wir knacken die 1 Million. Okay, Gegentribüne machen wir auch 45, da wollen wir auch günstig sein. Dann die Stehplätze, 12 € und werden trotzdem ausverkauft sein. Und wenn wir das dieses Jahr wirklich schaffen, dass wir durchgehend ausverkauft sind, dann werde ich das Stadion eventuell nächste Saison ausbauen. Dann werden wir das Tivoli-Stadion verbessern. Beste Leben. Neue Ticketpreise, langsam aber stetig, immer weiter steigen vom Geld. Die Liga packen. Die Transferbilanz der Bundesliga 196 Millionen. Positivste Bilanz hat Leverkusen, die haben 139 Millionen eingenommen. Ja, okay, die haben einen Spieler für 139 Millionen verkauft. Die haben eigentlich viel mehr. Die haben plus 161 Millionen gemacht. Aber egal. Man, die haben Schudri nach Bayern verkauft und Florian Wirtz für 139 Millionen nach Chelsea. Läuft hart bei denen. Zugänge haben sie nichts wirklich Besonderes geholt. Einmal nur Tim Bernard, ein Talent, und Michael Juncker, das Talent, und halt ein Schwolo als Ersatzkeeper. Und es sollen noch ein paar Spieler abgegeben werden. Die stehen in der Europa League. DFB-Pokal sind sie schon rausgeflogen. Sind von der Mannschaftsstärke nicht so viel stärker als wir. Es läuft hart. Die negativste Bilanz hat Hoffenheim. Die haben halt 42 Millionen ausgegeben. Die haben Luca Kilian von Köln geholt für 28 Millionen und Nils Bremer von dafür mit das junge Talent abgegeben haben sie halt nur Weißbecker für 1,4 Millionen und sonst zwei ablösefreie Transfers. Bayern ist die stärkste Mannschaft der Liga. 906er Stärke. Das Team natürlich Unai Simon im Tor, Estupiñán, Upamecano, Hernandez, Pavard, Kimmich, Udri, Oscar, Sadio Mané, Gnabry, Vidovic im Sturm. Und ja, also das ist eine Mannschaft, die sich wirklich sehen lässt. Besonders hier mit einem Sancho und Alphonso Davies und so noch als Backup-Spieler. Die schlechteste Mannschaft ist St. Pauli, das ist auch schon mal sehr gut. Das heißt, wir sind nicht die schlechtesten. Failu, Jan-Niklas Beste, Doki, Spinder, ja. Keiner davon, den man wirklich kennt. Oder kennen wir irgendeinen davon? Nicht, dass ich wüsste, ne? Transfers haben die auch nicht. 500.000 eingenommen. Ne, 500.000 ausgegeben, 815.000 eingenommen. Ja. Da haben sie wirklich ein schweres Spiel. Wir dagegen 61 Millionen ausgegeben und 85 Millionen eingenommen. Transferbilanz von 23,2 Millionen. Teuerster Transfer ist Tino Shinahi, der jetzt bei Espanyol Barcelona in der ersten Mannschaft spielt. Ja. Es läuft, es läuft, es läuft. Die Ältesten sind Bayern, der höchste Marktwert ist Bayern, der niedrigste Marktwert ist St. Pauli, die Jüngsten sind Köln, der Beste ist Musiala, der Jüngste ist Mike Phil, dann der älteste Kevin Trapp, der höchste Marktwert Musiala, meiste Spieler Arnold, meisten Tore Serge Gnabry. Die teuersten Transfers sind Prince Anning, Luca Kilian und Elton. Ja, okay, da sind wir beide bei allen nicht dran. Damit kann ich auch leben. Na, dann sortieren wir mal nach Stärke. Wir werden ungefähr auf den 13. Platz sortiert. Ich sehe uns aber so auf einen soliden 10. Platz. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier besonders gegen Hannover, Hamburg, Schalke, Augsburg, weiß ich nicht, Pauli und Stuttgart und Bremen punkten werden. Auch gegen Köln zwischendurch mal hier oben hier was abnehmen. Ich habe das einfach so im Gefühl, dass wir so ungefähr 10. Platz werden. Ja, Lübeck will Alea, da stehe ich natürlich nicht im Weg. Und wir haben eigentlich noch 21 Millionen zum Einkaufen, aber die gebe ich nicht aus. Da kann ich besser im Winter noch nachrüsten, wenn es sein muss. Oder halt in den letzten 24 Stunden des Transferfensters sagen die auf einmal so: Okay, geh mal lieber zu, dass du dir was holst. Und ab der nächsten Saison, wenn wir uns in der Liga 1 halten sollten, werde ich dann darauf eingehen, dass wir halt wirklich
Die erste Mannschaft ist ja bei mir wirklich das goldene Gesetz, habe ich auch gut aufgestellt, es sind noch genug Spieler da, dann werde ich aber in der zweiten Mannschaft auch nicht, dass ich so einen riesen Kader habe, dann werde ich ein paar Spieler entlassen am Ende der Saison, wo ich denke, die können sich nicht mehr beweisen und halt wie immer Jugendspieler, die 50er kriegen alle einen Vertrag von mir, 3 Sterne mindestens. So, wir sind hier kurz vor dem Spiel gegen Stuttgart, unser Debütspiel in der ersten Liga als Trainer auch. Ja, mit einem Fünfer-Manager, auch nicht schlecht eigentlich, stehen wir hier. Lukaku in einer bestechenden Form, Ebiowe in einer guten Form, Duren Will und Philogene Bidasse, ja, könnte besser sein. Dann haben wir Romero und Stoffers in der starken Form. Wittmer, ja, geht. Tchouaméni ist halt nicht so gut dabei, deswegen, was soll ich dazu sagen? Wir haben Svensson, der nicht so gut in Form ist. Ja, er ist halt noch verletzt bis zum 24.8. Das ist bitter. Breuning, Lell und Buchmann stehen sehr gut da. Wir lassen Van Drongelen rein, aber nein, das kann man nicht so. Nicht so. Ich würde sagen, wir gehen rein in die erste Partie. Nachdem wir gerade richtig starkes Spiel gegen Westfalia Herne gemacht haben, hoffe ich, dass es gegen Stuttgart genauso weiter wird. Deswegen geht raus und spielt ordentlichen Fußball, Jungs. Unser erstes Ligaspiel gegen Stuttgart. Wie lange sind die in der ersten Liga? Historie? Die haben jetzt seit, okay, die waren einmal zweite Liga und dann haben sie jetzt letzte und vorletzte Saison noch in der ersten Liga gespielt. Deswegen hoffen wir, dass wir die fertig machen können. Aber sie haben auch noch einen meiner persönlichen Lieblinge in der Mannschaft mit Donny Malen und ja, könnte sehr interessant werden, diese Partie. Und wir gehen auch direkt in Rückstand durch Chris Führich, auf den ich gerade sogar irgendwie noch aufmerksam war. Donny Malen legt aber auch das 2:0 vor. Nelson Viper, 37 Minute. Kilian Stoffers gleich macht den Anschlusstreffer wichtig. Er hat auch gerade schon sein Dreierpack gemacht. Oh Gott, da kam ein Huster raus. Spielergespräche kritisieren die 4,5. Wir loben die 2 mit Wittmer. Die 4,5 wird auch kritisiert. Und motivieren mal die anderen Vierer. Assistent, hier, du machst die Massagen. So haben wir uns das vorgestellt. Wir haben die Möglichkeit. Breuning, Stoppers mit Breuning zusammen. Buchmann mit der gelben Karte. Donny Malen macht natürlich das Ding. Rick van Drongelen ist dabei. Wir bringen Jaden rein und Gül. Machen einmal den Dreierwechsel hier. Wir haben ausgeglichen. Stoffers ist im Game. Also der hat auch Bock auf Bundesliga, der Junge. Wir bringen Messi für Romero. Einen Wechsel habe ich noch. Ja, dann bringe ich Barnard rein. Wir bringen einfach die jungen Wilden. Wir bringen einfach die jungen Wilden. Messi ist natürlich das Risiko. Aber es könnte unsere erste Niederlage werden. Ja, wir kassieren nochmal Eigentor von Breuning. 4:2. Und damit war es das auch. Stoffers hat wieder sensationell gespielt. Selber Tor geschossen. Das 2 zu den Ausgleichstreffer sogar gemacht. Führe ich nochmal das 5:2 und wir kriegen hier beim ersten Spiel richtig auf die Fresse. 5:2. Beste Leben. Aber wenigstens ein Lichtblick. Stoppers, dann Bundesliga. Mark Travers, der gegnerische Keeper, ist Spieler des Tages. 5:7 Chancen. Wir hatten sogar mehr Chancen als die, aber er wollte, hat halt alles gehalten. Ergebnisse gucken wir uns an. Köln unterliegt mit 1:2 gegen Bayern. Dortmund spielt 2:1 gegen Augsburg. Hamburg 1:2 gegen Wolfsburg. Mainz 3:2 gegen Frankfurt. Hannover 0:3 gegen Leverkusen. Gladbach 2:1 gegen Leipzig. Schalke 1:1 gegen Bremen. Und Hoffenheim 4:1 gegen Pauli. Und das heißt, wir sind nicht Letzte. Weil Pauli und Hannover mehr Gegentore kassiert haben. Naja, was heißt mehr Gegentore? Die haben halt nicht so viele Tore geschossen und die haben halt mehr. Ne, die haben auch halt nicht so viele Tore geschossen wie wir. Spieltagsstatistik. Wir schauen in der ersten Hälfte des Spieltages sind wir natürlich nicht dabei. Spielerstag ist es Alfie de Wiene, der junge offensive Mittelfeldspieler von Hoffenheim. Gigi sagen wir dazu nur. Jetzt gegen Schalke 04. Ja, besser als gegen Stuttgart muss es auf jeden Fall laufen. Unsere Spieler sind weiterhin nicht in Form. Wir haben Dennis Gühl, der gar nicht in Form ist. Der ist sogar verletzt bis zum 8.10. Das heißt, boah, Junge, zweite Mannschaft. Daskalov, du darfst in die erste Mannschaft. Für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Erstmal bis zum 23.09. und dann hole ich dich nochmal hoch. Und das heißt, Hugo Atunes, du kannst hier spielen oder Richard Magier. 1,70 Meter bist du groß, ja. Du wirst wahrscheinlich niemals in der ersten Mannschaft spielen. So, Cordova ist gar nicht gesetzt da. Und ja, Laskalov darf mal wieder mit seinen 1,85 Meter in der ersten Mannschaft schnuppern.
Kommt auch direkt rein. Philipp Max ist wieder fit, aber nicht in Form. Er kommt wieder und das direkt nicht in Form. Udokai ist besser in Form als Jake van Drongelen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, und sieht das gut aus. Herr Stoffer ist einfach, ne? Ich bin so parteiisch bei diesen Jungen. Ich bin einfach so parteiisch bei diesen Jungen, weil er Cousin ist und so. Aber egal. Jungspieler Felix Hagel. Nö. Akzeptiert Angebot. Aktion in die Reserve verschieben. Dauerhaft. Jugendspieler erreicht Trainingsziel. Da werde ich auch demnächst mal nächste Woche, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Diese Woche ist ja wegen der Hochzeit ein bisschen schwierig. Werde ich da auch nochmal reingehen. Ja, Romero steigt langsam auch. 23,70er Grundstärke, wenn der in Form kommt. Wir können ja auch nochmal gucken, was jetzt hier unser lieber Chennai macht. Espanyol. Stammspieler. Theo Chennai. Ja. 4 Spiele, 2 Vorlagen. Sehr gut. Sehr gut. Das freut uns natürlich immer. Wenn sowas passiert, freut uns das immer. Wir gehen rein in die Partie. Gegen die jungen Schalker. Ich weiß gar nicht, ob die jung sind. Ach, keine Ahnung. Durchschnittsalter 27. Ja, gegen die Schalker. Nicht die Jungen. Gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes, holt unseren ersten Saisonsieg. Aber wir sind auch so in die zweite Liga gestartet. Ne? Wir haben eigentlich eine gute Mannschaft gehabt gegen schwache Gegner und haben dann verloren und unentschieden gespielt. Denkt dran, und am Ende sind wir Dritter geworden. Ich meine ja nur, wenn wir dann am Ende international spielen, unterschreibe ich. Unterschreibe ich, dann ist Stoffers gerade mal auf die 70, aber wir gehen jetzt gegen 1-0, aber Romero gleich direkt aus. Wenn Stoffers dann auf die 70 hochgeht, wie letztes Mal ist er ja auf die 63 hochgegangen. Der entwickelt sich, der Junge. Der entwickelt sich. Wir haben wenigstens jetzt diesmal direkt ausgeglichen und nicht direkt wieder den zweiten Treffer kassiert, sondern gehen mit dem 1-1 in die Halbzeit. Das ist schon mal sehr gut. Damals war es nur der Anschlusstreffer. Romero gleicht hier aber direkt aus. Spielergespräche 1,5 loben wir. Im Tor kritisieren wir mal den Klages. Und dann motivieren wir hier in der Defensive ein paar. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Holen wir unseren ersten Saisonsieg. Come on, let's go. Ben Hanna kommt rein für Malcolm. So, Stoffers und Romero sind wirklich gut im Game. Wir gehen mal so rein, bringen wirklich das Galopp. Der darf wirklich sein Debüt in der ersten Liga geben. Und Tomanyan kommt rein für ihn. Das heißt, ich habe dann noch einen Wechsel, nee, 2 Wechsel habe ich noch übrig. Wie mache ich das? González kommt rein. Ja, und Jane kommt rein für Julian. Wird es der erste Punkt? Ja, wir spielen 1-1 gegen Schalke und genau hier würde ich auch danach die Folge beenden. Wir gucken erstmal an. 11 zu 4 Chancen. Wir haben unsere Chancen. Wir machen sie bloß nicht rein. Das ist bitter. Wir gehen sogar einen Platz hoch, weil Leverkusen spielt 3-3 gegen Gladbach, Leipzig 1-1 gegen Hannover, Bremen 0-1 gegen Hoffenheim, Wolfsburg 0-2 gegen Mainz, Augsburg 3-3 gegen Köln, Pauli 1-0 gegen Hamburg, Frankfurt 0-2 gegen Dortmund und Bayern 4-1 gegen Stuttgart. Bayern das 9 plus Ultra, 2 Gegentore, 6 Tore bis jetzt. Hoffenheim auch sehr gut dabei. 5-1 Tore, 2 Siege. Dortmund, die haben alles gewonnen bis jetzt. Und wir. Augsburg, wie sieht es mit Augsburg? Augsburg hat auch eine Niederlage und ein Unentschieden. Das heißt, diesmal sind sie nicht ungeschlagen wie letzte Saison. Sieht aber gut aus. Wir können auch nochmal kurz in der zweiten Liga gucken. Wie sieht es aus bei unseren Leihspielern? Wo ist Freiburg denn? Sieg, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden. Nick Scherk spielt, Paul Scholl spielt. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir denen noch irgendwas hin verliehen? Wo habe ich? Wir gehen nochmal kurz rauf. Spieltagsstatistik schauen wir hier. Romero und Stoffers sind in der Hälfte des Spieltages. Stoffers, guck dir das an, Kilian. Bist am zweiten Spieltag zum ersten Mal nominiert in der Hälfte des Spieltages der Bundesliga. Spieltag ist aber Serge Gnabry, der drei seiner drei Saisontore heute geschossen hat. GG, sagen wir dazu nur. Und wie gesagt, hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder am Montag, hoffe ich, wenn nichts dazwischen kommt. Ich weiß ja nicht, wann ich zurück bin. Normalerweise bin ich Sonntagnachmittag zurück, dann wollte ich sogar Sonntagabend streamen. Und dann schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, nächstes Mal wieder. Haut rein und ciao!
Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass